Das ist der Grund, warum ich das mache, warum mich treibt das regelrecht an, so mich in die Gesellschaft von Gleichgesinnten zu geben, dass wir alle Teil von einem Kollektiv sind, das wir vielleicht gar nicht richtig greifen können, aber ich bin super glücklich und heute ist der schönste Tag meines Lebens. Und ich kann heute ohne Geld von politischen Behörden mit Themenvorgabe, mit Sprachvorgabe, mit Theorie- und Methodenvorgabe, kann ich diese Karrieren eigentlich gar nicht mehr machen. Sie kriegen da Besuch von Reportern von Massenmedien und die bringen noch Leute mit in den üblichen Farben. Die Farben der Antifa sind übrigens dieselben Farben der Faschisten oder nationalsozialistischen Deutschland und die kommen mit Baseballschlägern. Da stimmt doch irgendwas nicht. Nur was machen wir damit jetzt? Ne? Warten wir zusammen auf den Tag des dümmsten Gesichts?